Und es geht weiter mit dem Erntemarathon. Ich bin schon fleißig zugange hier auf dem nächsten Feld. Wir sind dabei, Hafer zu ernten. Und nach dem Hafer geht es danach weiter. Jawohl, hau raus das Zeug. Mit, ich glaube, eine weitere Feldfrucht hatten wir noch. Weizen müsste, glaube ich, noch offen sein. Und dann haben wir es. Jetzt haben wir allerdings noch die nächsten Haferaufträge. Die muss ich noch alle annehmen. Und da hole ich mir, glaube ich, noch einen zweiten Mähdrescher. Na, dann gehen wir doch mal rein hier. So sieht momentan das gesamte Setup hier aus. Also wir sind an für sich ganz gut unterwegs. Das ist ja das, was ich schon ausgeliehen hatte für den ersten Auftrag fürs Rapsernten. Aber, wie auch schon im letzten Video gesagt, macht es ja irgendwie Sinn, dass man mehr gleichzeitig, vielleicht noch mit einem Helfer zusammen, dann auf die Reihe kriegt. Und da wäre doch dann ein zweiter Auftrag, den ich dann auch einfach ausleihe, doch gar nicht so schlecht. Gucken wir mal eben rein. Guck mal, hier gibt es nochmal Hafer. Das ist ein ganz kleines Ding. Wahrscheinlich ist auch das Mähwerk und so alles gar nicht so riesig. Für 115 leihe ich halt das gesamte Geraffel hier aus. Das brauche ich ja auch alles gar nicht. Ich will nur einen Mähdrescher. Und ja, da gucke ich gerade nochmal eben durch. Ich klicke mich einmal nochmal durch. Das wäre Weizen. Weizen, hier ist nochmal Hafer, das kostet aber mich, das wird mich dann 1000 kosten. Und sieht auch eigentlich genauso aus wie das hier, ne? Ne, nicht ganz. Und dann ist hier Weizen, Weizen. Also es gibt noch zwei, also wenn ich das hinkriege, ne? Mit dem Dingen, dann schaffe ich vielleicht sogar alle Aufträge mit dem Helfer in einem Rutsch. Weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Aber weißt du was? Ich leih mir das jetzt hier aus. Mach diesen Ernteauftrag. Feld Nummer 2. Gerät ausleihen. Ich hoffe, dass das Gerät jetzt nicht zu winzig ist. Naja, es ist schon kleiner. Der Deutzfach. Du schon, ich weiß nicht. So. Der kleine Deutzfach hier. Komm mal ran hier. So. Zack. Nochmal eben umkippen. Alrighty, ja, das ist auf jeden Fall schon mal kleiner. Nichtsdestotrotz werde ich damit jetzt anfangen. Die ganzen anderen Gerätschaften, die brauche ich alle nicht. Also ich werde das alles schön komplett in den großen Hänger reinpacken. Hiermit geht es jetzt auf Feld Nummer 2. Und dann fange ich damit nämlich auch schon mal an. Und dann werde ich hier gucken, dass wir schön mit zwei Leuten abernten. Wo war Feld? Guck mal da, das ist gar nicht so groß, ey. Nur die Gurkerei wieder, ne? Dass wir dann damit abernten. Und dann ist das halt auch ratzfatz erledigt. Und zwischendurch lasse ich dann den Fahrer oder den Helfer weiter fahren. Und wenn er dann fertig ist oder während er dann fährt, kann ich dann nebenbei eben noch weiter den Hänger auslernen und so weiter. Also so die Idee, dass eben kontinuierlich hier abgeerntet wird. So, jetzt Attacke Vollgas. Ich fahre einfach... Hoppala, verdorch. Ich fahre einfach mit den breiten Dingen hier quer über die Straße. Was soll schon passieren? Und ja, irgendwann bin ich gleich oben auf Feld 2 und dann geht das los hier. Na guck, das ist doch hier. Ja, das ist es doch hier schon. Feld Nummer 2. Perfekt. Das heißt, ich gehe jetzt hier auch schon direkt rein und setze jetzt hier gleich einen Helfer rein. Ich hoffe, der kommt hier klar. Wenn er hier gleich so in der Art, ohne Vorgewende... Wenn er hier gleich in der Art hier lang muss. Oh, so ein bisschen mehr vom Rand. So. Runter damit. Aktivieren. Oh, nee, ich muss erst ausklappen alles. Jawohl. Na, guck, eine ganz andere Technik hier. Der macht da oben einfach nur ein bisschen das Dach auf. Jetzt aktivieren. Und jetzt den Helfer rein. Perfekt. In der Zwischenzeit schnapp ich mir jetzt... Alter, so viel Traktoren, ne? Das Dingen. Und dann fahre ich erstmal zum Ausladen damit hoch. Und ich gehe direkt in den nächsten Haferauftrag mit dem großen hier. Und mache dann sofort weiter. Also massiv Haferernte. So, das ist hier der nächste große Acker. Feld 58. Da bin ich jetzt natürlich mit der großen Maschine vor Ort. Und ziehe jetzt hier durch. Fährt er denn jetzt hier weiter? Kann ich jetzt hier durchswappen?
Nee, das ist ja doof. Da muss ich tatsächlich die ganze Zeit drinne sein. Das ist ja doof. Da muss ich das einfach gleich im Blick haben, wenn er da oben gleich fertig ist. So, das heißt, ich muss jetzt hier die ganze Zeit drinnen hocken bleiben, muss das einfach ein bisschen im Blick behalten, wie weit er da oben ist. Und wenn das läuft, ich glaube, ich kann ja, ja, so fährt er, ne? Ja, er fährt. Ich kann ja hier zumindest auf der Map gucken, was er denn macht. Der LKW ist auch oben, das heißt, der wird ja gleich als erstes voll sein. Und dann gehe ich halt kurz in den LKW rein, lasse den abladen. Dann muss ich halt hier kurz anhalten, wo hier unten ist, die 58. Und wenn er dann soweit fertig ist, hier oben, dann lasse ich hier, glaube ich, ja, den Helfer hier auch weiterfahren auf dem Großen. Und ich muss natürlich gucken, das mache ich jetzt als erstes, sind jetzt alle Aufträge, die aktiv sind, auch wieder an die gleiche. John, John, John. Alles klar, komplett wieder an Johns Pharmamarkt. Das ist wichtig. Auch mal gucken für die nächsten. Das ist Weizen, 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 Weizen. Wenn alles so gut geht, gehe ich auch direkt rein in die nächste Weizenernte. Also wenn das wirklich so gut geht. Ich meine, das kostet ja jetzt, guck mal hier, theoretisch könnte ich sofort hier, das kostet mich 72 und ich könnte sofort damit anfangen. Dann hätte ich zwar wieder so ein Ding ausgeliehen, aber oh boy, das sind 72 Euro und in der Zwischenzeit, weißt du was, das mache ich. Geräte ausleihen, fällt 65, dann kann schon mal einer anfangen. Let's fett, Alter, nächster Ernte. Ach du Schande, ich habe nicht aufgepasst. Das muss ich natürlich jetzt hier im Blick haben. Das Riesenfeld. Das geht natürlich nicht automatisch. Aber bei diesen geringen Ausleihgebühren, da muss ich das auf jeden Fall machen. Auch wenn dann natürlich die Kosten für die Helfer, ja, die sind natürlich ein Faktor. Ne? So, bevor ich jetzt hier aber gleich loslege und die nächste Bahn mache, gucken wir mal eben, wie weit ist er? Ah, guck mal, er hat hier nicht hundertprozentig. Das sind halt so kleine Bugs hier von den Helfern, dass sie dann vielleicht an manchen Stellen nicht so ganz hundertprozentig korrekt sind. 54% haben wir hier schon drin. So, jetzt kommt er schon an hier mit dem Arm. Ballereien, Alden. Und ich würde sagen, ich halte hier auch noch mal kurz. Er kann auch mal kurz anhalten. Ich hoffe, er macht sich jetzt hier komplett leer. Ist er schon, okay. Ist er schon. Na dann. Schnell aus dem Weg hier. Ich stelle mich noch mal ein bisschen zur Seite. Der wird wahrscheinlich gleich auch noch mal wieder voll sein. So, damit ist das erledigt. Er zieht jetzt hier weiter. Dann. Nee. Ja, aber nächstes Teil. Oh, der ist ja noch kleiner. Aber hat auch nichts gekostet. Hoppala. Der ist jetzt für die kleinen Felder. Der ist ja wirklich klein, ne? Okay, das lohnt sich nicht zwingend. Da muss ich echt mal ein bisschen gucken. Andererseits läuft das halt schon mal gleich nebenbei, ne? Und ich muss jetzt aufpassen. Hoppala. Das ist jetzt der Auftrag. Aktiv. Irgendwas Kleines. Feld 2, bin ich 65? Weizen. Genau. Feld 65. Weizen. Wo haben wir 65? 73? Nee, hatte ich schon. Das ist schon erledigt, ne? Da unten ist das. Eieiei, auch da unten. Und dann geht's hier los mit dem Weizen. Okay, ab nach da unten brettern. Und die erste Fuhre Weizen machen. Und da muss ich jetzt allerdings drauf aufpassen, wenn der jetzt so schnell voll ist, dann brauche ich vielleicht doch noch einen zweiten Hänger. Aber das gucken wir uns erstmal an. So, da sind wir auch schon hier. Hat ein bisschen Theater hier mit dem Hin- und Her-Rangieren und das alles. Das ist immer noch nicht so richtig. Da müssen wir nochmal ran. Denn jetzt soll ja hier der Helfer am besten auch rein. Beziehungsweise... Nee, das war eigentlich Killefit, oder? Ja doch, ich mache hier den Helfer rein. Das kostet eigentlich nicht so wirklich viel. Helfer rein. Jetzt habe ich hier noch einen Helfer. Der macht hier und zieht durch. Ich gehe jetzt hier weiter... Ne, der zieht dadurch, das ist gut.
Tap, 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 tap. Jetzt hier rein. Senken, aktivieren. Und Gas. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Wir müssen alles erledigen. Alle Aufträge gleichzeitig. Passt das? Ja, passt, ne? Das passt. Aktivieren, GPS und ab dafür. Nice, Alter. Nice, nice, nice. Jetzt ist so richtig so Mikromanagement. Helfer 1 ist fertig. Stopp. Das ist nicht so ganz so. Aber ich habe ihn rausgekickt. Jetzt sitze ich hier drin. Jetzt mache ich mal eben kurz den Rest. Das heißt, wir nehmen hier alles mit. Das Teil ist auch nur zu 15% gefüllt. So, hier mal eben. Das auch nochmal eben hier. Zack, zack, zack. Das nehmen wir alles mit. Wieder heben. Das machen wir einfach schnell. Ich bin quasi der Ausputzer für die Helfer. Während die so die Main-Arbeit hier machen, mache ich dann nur noch so den Feinschliff am Ende. Aber das passt soweit. Da bin ich schon voll okay mit. Das ist voll okay, wenn das genau so läuft. Theoretisch wäre natürlich auf dem großen Feld ein Helfer auch nicht schlecht, ne? Aber dann mache ich bald gar nichts mehr. Nee, das ist schon okay so. So, das ist erledigt. Perfekt. Jetzt fahren wir damit eben daneben. Und jetzt muss ich allerdings doch Gas geben mit dem großen Feld. Und ich glaube, ich setze den hier auch mit aufs große Feld mit einem Helfer. Weil dann bin ich bald fertig mit dem Hafer. Hab alle Haferaufträge. Ja, das machen wir. Schnell damit zum großen Feld gurken. Den Hahn aber hier einfahren. Und dann kommt, kann ich den Hafer komplett abgeben irgendwann. Und dann geht's weiter mit Weizen. So, jetzt sind wir hier in dem Bereich schon. Ganz unten links. Ich fange genau auf der anderen Seite an. Mit dem Helfer. Ich hoffe, dass das so passt. So. Hier jetzt rein, Alden. Helfer reinsetzen. Nice. So, der zieht durch. Jetzt in der Zwischenzeit. Guck mal, der zieht da drüben durch mit dem Weizen. Alter, ich bin voll im Big Business drin. Der zieht durch mit dem Weizen. Jetzt muss ich aber Gas geben. Nee, den nicht. Den. Wir brauchen den jetzt schnell da unten, damit ich gleich ausladen kann. Und ich glaube, die 65, wir sind ja direkt hier vor Ort, ne? Die 65%, die lasse ich mal eben schon mal hier oben. Die gebe ich schon mal ab, damit ich komplett leer nach da unten fahren kann. Ich frage mich jedes Mal, ob ich hier falsch fahre, ne? Ich fahre hier immer unten rum rein, ob ich nicht da auch irgendwie oben rumbrettern kann. Aber eigentlich ist mir das auch wurscht, ey. Zack, zack, zack. Nochmal eben Kontrolle machen. Ist das richtig hier? Es ist nicht Weizen, es ist alles Hafer, es ist alles John. Okay. Alles zum John bringen. Zack, raus damit. Wir geben jetzt über 60% Hafer komplett rein. Gib ihm. Sauber. Abgeschlossen. Und 17% für 58 auch schon abgeschlossen. Das ist nice. Komm, klapp dich zusammen. Und jetzt geht's komplett leer zum Riesenacker. Und wenn der fertig ist, weißt du, zur Not packe ich sogar noch den winzigen Drescher auch noch mit auf das Feld. Dann ist das alles komplett erledigt. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Hier, ich bleib mal eben kurz hier so stehen am Rand. Also, der zieht jetzt durch. Vielleicht bringe ich auch den eben gleich weg. Oder ich lasse den schon Weizen weitermachen. Der andere zieht auch durch. Ja. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Das heißt, der hier müsste jetzt eigentlich nur noch durchziehen weiter. Und dann haben wir hiermit auch die größte Fläche erledigt. Alter, ohne Flachs, ne? Das sieht schon geil aus. Wenn du so siehst, okay, hier auf 3, 4 Feldern läuft es überall. Helfer hat die Arbeit beendet. Das heißt, der Helfer ist ja jetzt auch weg und kostet mich jetzt nicht weiter. Aber theoretisch könnte ich hier natürlich jetzt Weizen weitermachen, ne? Mein Hänger ist leer. Oh, ob ich das schaffe? Ob ich das schaffe? Oder ich hole nochmal einen zweiten Hänger für Weizen. Wo sind denn die weiteren Weizenaufträge? Aufträge. Haben wir hier unten irgendwas? Die 60. Mit Weizen.
Ohne Flachs, Alter. Ich nehme jetzt hier einfach alles an. Akzeptieren, akzeptieren. Ich gehe jetzt all in. Ich bin jetzt voll drin, Alter. Komplett im Business. Aktiv. Wo ist die 60? Da ist die 60. Okay, der Kleine fährt rüber zu 60. Und fängt dann da schon mal weiter mit an. Kurz eben hier wenden. Nee, noch nicht wenden. Denn ich kann ja gleich eh nicht weitermachen. Der zieht weiter durch. Der macht das tatsächlich ganz gut, ey. Auch wenn das hier so eine Schräge ist. Kann man das nummerieren? So, da ist er drin. Da drüben ist Feld 60. Das ist ja mal ratzfatz gemacht. Haben die eigentlich alle Nummern, dass man sagen kann, okay, Traktor 1, 2, 3, 4. Wobei, jetzt habe ich so viele gerade, ne? Das wäre nicht so verkehrt, ey. Oh nein, hier ist ein Zaun. Nein. Wer stellt denn hier einen Zaun hin, ey? Ich mähe hier einfach den Zaun um. Mit der kleinen Maschine. Okay, sowas Kleines muss ich mir nicht nochmal ausreihen. Es hat irgendwie nur 100 Euro gekostet, das Ausleihen von dem Gerät. Plus noch zwei weitere Traktoren oder sowas. Aber das ist ja Killefit, ey. Da dann doch lieber vielleicht ein bisschen mehr und dann ist der Auftrag auch schneller erledigt. So, auch wenn das halt nur Helferarbeiten dann sind. Runter damit. Aktivieren. Ne, vielleicht noch nicht ganz. So. Jetzt aktivieren. Und jetzt fahren wir hier schön genau auf die Bahn. Ist es eigentlich richtig hier? Ja, 60. Alrighty. Genau hier weiter. Er ist bei übrigens bei 79% schon. So ganz viel kann er eh nicht mehr machen. Helfer rein. Perfekt. Läuft. Hat einen fast vollen Kontakt. Hat einen fast vollen Kontakt. Tank, was auch immer. Vielleicht war das die Meldung. Den lassen wir jetzt hier einfach weitermachen. Und jetzt muss ich echt gucken, was ich mache. Ich glaube, ich mache als erstes mal eben Weizen leer. Aber die sind halt auch schon gut dabei, ne? Oh, jetzt bin ich in der Bredouille. Ach, guck mal, der macht das alleine. Ich dachte, ich mache das hier, ey. Lull. Soll ich hier mal eben Weizen reinballern? Aber die sind so winzig, ey. Ne, ich nehme den großen. Komm, schnell eben Weizen holen, ey. Und danach sind die anderen, siehst du? Korntank steht da, nicht Kontakt. Korntank. Alter, du bist mir auch so ein Kontakt, ey. Gib Gummi. Ich muss hier Weizen rausziehen, ey. Und danach muss ich... Alter, ich bin jetzt nur am Gurken. Nur am Gurken. Vielleicht lasse ich gleich die beiden Kleinen hier drauf. Na, mal gucken. Puh, ey, ey, ey. Ey, bist du dumm? Was hast du für ein... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sag bloß, das geht nicht. Jetzt, komm. Ja, jetzt geht das. Alter, einmal mit Profis, ne? Da komme ich so ein bisschen in Stress, ne? Schon ist hier komplett wieder vorbei. Schon ist vorbei, Alter. Ich sage dir. Jetzt ramm ich den da erstmal schön von seiner Bahn, ey, der Arme. Aber das ist tatsächlich jetzt auf einmal, das ist auf einmal viel. Und dann ist es auch noch mit so ungleichmäßigen Geräten. Das war vielleicht nicht so ganz smart. Aber egal. Währenddessen läuft es da hinten weiter. Das ist schon mal gut, wichtig und richtig. Ich bretter jetzt schnell das wegbringen. Er wird blockiert. Okay, das war er. Okay, ich muss wegbringen, damit gleich der andere leer gemacht wird. Und oh boy, fast wäre es wieder passiert. Feld 60 ist Getreidemühle. Auch wenn es nicht viel ist. Und auch wenn es viel Gurkerei ist, das muss einfach jetzt schnell weggebracht werden. Ich hole mir gleich vielleicht noch einen zweiten Anhänger dafür, weil so macht das keinen Sinn. Aber 28%, fast 30% von Feld 60 zur Getreidemühle. Und jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich da keinen Fehler mache. Weil sonst habe ich hier... Sonst war das alles umsonst, ne? So viel bleibt da leider nicht hängen bei der Ernte. So, jetzt fahren wir nochmal schnell hier
direkt weiter. Fast volle Kornkammer, war gerade schon die Meldung. So schnell ist er dann doch nicht. Gib Gummi, Alter. Lass raus den Hafer. Volles Mett. Ich hoffe, den kriegen wir so einigermaßen alles raus hier. Feld 60 ist zu 20% abgeschlossen. Das ist gut. Aber ich muss gleich auf jeden Fall den Weizen irgendwie in einen anderen Tank reinschütten. Die Gurkerei bis da auch nach da oben. Das lohnt sich nicht. Ey. Komm. Zieht er denn jetzt hier komplett leer oder was? Oder mache ich jetzt hier gerade 1 zu 1? Ne, jetzt ist er leer, ne? Ja, jetzt ist er leer zu 100%. Okay, der fährt weiter. Das bleibt. Jetzt fahren wir hier mit ihm weiter. Wir müssen ja auch weiterkommen. Denn ohne hier das breite Mähwerk komme ich auch nicht irgendwie so richtig zur Rande. Zack, aktivieren, senken, anmachen und gib ihm. So, und währenddessen jetzt erstmal schön durchziehen. Was für ein Geraffel, aber ohne Flak, so macht das ja nochmal mehr Bock, alter Faller. Das ganze Managen, da oben fährt einer, da drüben fährt einer. Nice, richtig, richtig nice. Vielleicht gleich noch einen zweiten Schlepper holen zum Wegfahren fürs Weizen. Und ich glaube, dann ist das eigentlich richtig. Dann ist das eine runde Sache. Dann macht das doch Bock. Das machen wir nämlich direkt mal als erstes hier. Einfach schon mal abladen. Jetzt hier aber mit dem Kleinen. So. Jawohl. Mach voll die Karre. Du kannst dich komplett entleeren hier. Nimmt dir alles mit. Gar kein Problem. Aber auch hier will ich jetzt nicht konstant nebenher fahren. Der soll bloß einmal mächtig leer machen. Und jetzt nicht hier konstant den Sidewing hier machen. So, komm. Den Wingman. Der Sidewing, der Sidekick. Läuft, Alter. Komm. Alter, passt da mehr rein? Ich bin gleich voll. Stopp. Hey. Okay, ich glaube, das war's. Er ist fast voll. Ich lasse ihn gleich nochmal. Ich lasse ihn mal erstmal hier stehen. Jetzt machen wir erstmal weiter hier. Ja, er ist komplett leer. Das ist nice. Das heißt, er kriegt bestimmt nochmal 2, 3 Bahnen hin. Und hier jetzt sofort weitermachen. Aktivieren. Und jetzt hier parallel, Alten. Yay! Aber hart, ey. Was? Da steht noch was rum. Da müssen wir aber noch mal drauf, ey.
Na, so läuft das doch tatsächlich richtig gut. Also gleich beide Felder fertig. Sehr, sehr, sehr cool. Es ist ein bisschen Geraffel oder es war etwas Geraffel. Jetzt müssen wir den mal eben hier rausbringen. Helfer raus, jawohl. Jetzt kann ich das mal eben selber hier noch fahren. Der muss mal eben noch abladen und dann ist das nämlich hier komplett erledigt. Der da hinten ist auch gleich fertig. Das ist richtig, richtig nice. So, während er hier ablädt, können wir da hinten schon mal hingucken, denn der muss auch gleich nochmal abladen. So, ich glaube, der ist gleich fertig. Jawohl, Arbeit erfolgreich beendet. Und damit haben wir gleich einfach schon mal zwei größere Felder erledigt. Und gleich kommen hauptsächlich nur noch die kleineren Felder. Ich muss allerdings gleich nochmal im Detail gucken, was ist da noch wirklich gleich alles dabei. So, hier müssen wir jetzt mal eben rein. Öffnen. Nö, das passt nicht so ganz. So, bleib mal hier. Und der ist soweit ready. Der ist auch ready. Der kann sogar mal ein bisschen zur Seite. Den fahren wir gleich zum nächsten Acker. Der... Ah, der ist das. Okay. Den müssen wir... Eieiei, wieder mit so einem komischen Anhänger. Den müssen wir da mal eben kurz drunter setzen. So. Schön abpumpen alles. Der muss halt jetzt in Gänze hier rein, ne? Und das ist schlecht. Das ist schlecht. Wobei, so schlimm ist es gar nicht. Vielleicht mache ich gleich den anderen Hänger noch voll. Das war jetzt nämlich der letzte Hafer, den ich hatte. Und jetzt muss ich bloß gucken, dass ich den Weizen schön aufteile zwischen Johns und zwischen der Getreidemühle. So, das ist auch erledigt. Da ist noch ein bisschen was drin. Und jetzt fehlt mir er hier noch mit dem letzten Streifen. Den ziehen wir jetzt nochmal eben durch. Wir haben ja keinerlei Helfer mehr gerade aktiv. Das ist soweit alles gut. Und dann haben wir hier den letzten Streifen. Der passte leider nicht mehr so ganz. Und dann haben wir es. Krass, krass, krass. Richtig, richtig nice. Und so geht es gleich direkt weiter mit den nächsten Feldern. So, auch erledigt. Leer machen. Zack, hoch und wegfahren. Und jetzt gerade nochmal eben schauen von den Aufträgen. Da sind sie. So, alle aktiv. Feld 60 fast abgegeben alles. 80%. 84. Das ist das mit dem Hafer. Und die sind alle, das ist alles jetzt frisch, das ist hier alles... Hier oben ist nochmal Hafer. Also ich muss jetzt erstmal Hafer abgeben. Wenn der Hafer komplett durch ist, sollten die auch alle fertig sein. Das ist jetzt also die erste Aufgabe. Erstmal sämtlichen Hafer hier abliefern. Und das ist ja auch alles nur an eine Quelle bzw. an einen Ablageort. Und dann haben wir es, ne? Dann ist das erledigt. Hier sind noch 50%, 40% Hafer. Sehr gut. Da ist er drinne. Jawollo. Läuft. Damit ist er leer. Ist er leer oder ist er... Alter, das Durchtappen, ne? Oder hat er... Ne, er ist tatsächlich leer und er ist zu 96% gefüllt. Abgefahren, Alter. Abgefahren. So, damit machen wir jetzt alle Haferaufträge fertig. Das ist richtig cool, ey. Also da muss ich sagen, dieses Mikromanagement so ein bisschen oder so ein bisschen auch Übersicht halten mit den Helfern, das macht schon Bock. Kann man gut machen, ey. So, raus damit. Also, gerade wenn man halt so viele Ernteaufträge gleichzeitig hat, dann schadet das nicht, ne? Und wenn die Kosten der Geräte ja wirklich so gering sind, ich meine, die beiden kleineren jetzt, die waren jetzt auch nicht so ergiebig oder die sind auch nicht so riesig groß. Abgeschlossen und 2600 extra bekommen fürs Haferernten. Jetzt gerade mal eben reinschauen. Wir haben, die sind alle abgeschlossen. Wir haben hier jetzt ein Weizen, 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 Weizen. Okay, ab jetzt nur noch Weizen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wovon
eins eigentlich schon fertig ist. Das heißt, wir haben nur noch 5 Weizenfelder, 8 und 42 sind ein bisschen größer und die anderen, die bringen halt nur 1000, also die sind wahrscheinlich gar nicht so groß. Die gucken wir uns jetzt als nächstes an. Feld 56, da müssen wir jetzt nur noch abgeben. Das ist er hier. Und er ist auch schon, nee, er ist noch nicht ganz leer. Das heißt, er fährt jetzt weiter zum nächsten Auftrag. Und mit ihm hier fahren wir jetzt erstmal abgeben in der Getreidemühle. Die Getreidemühle. Mann, Mann, Mann. 100% volle Karre. Und jetzt kommt aber auch dieser ganze Anhänger und das alles, das kommt jetzt weg. Ich nutze jetzt nur noch den großen. Da kommt alles komplett rein. Weil die Gurkerei hier mit 8000 Liter, das lohnt ja nicht so wirklich. Das kommt dann alles schön in einen Tank und dann wird das schön einmal, vielleicht zweimal fahren nur noch. Und dann, guck mal hier, Feld 60 erledigt. Der Rest geht jetzt wahrscheinlich schon in die nächsten Aufträge. Guck mal, 36% im Feld 47 auch schon erledigt. Den lasse ich jetzt hier einfach stehen an der Seite. Den verwende ich jetzt einfach nicht mehr. Perfekt. Zack. Der geht weiter zum nächsten Acker und wir legen los. Die ganzen Mäher, die müssen jetzt schnell zu den Weizenfeldern. So, 1, 2, 3 Helfer jetzt und ich hocke mich jetzt nur noch hier rein und fahre die ganze Zeit die Karren leer. Und die Helfer, die brettern jetzt überall rum, ernten, ja, und ich mache die halt leer, ne? Mal gucken, wie schnell wir damit dann fertig sind. Und ich glaube, der erste Kandidat, der anfangs auch schon voll war, war er hier. Er hat schon 2 Bahnen wieder gemacht. Das ist aber natürlich auch das kleinste Gerät. Und ich hoffe, dass er da, hoffentlich kommt er da auch dran. So, maximaler Abstand erstmal. Und raus damit, Alter. Gib mir all dein Weizen. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, beim Reinschauen in die Aufträge, das geht alles an die Getreidemühle. Also, alles sorgenlos, immer nur zur Getreidemühle fahren. Kein Hin und Her, kein Schnick und Schnack oder Aufteilen. Das ist halt richtig, richtig nice. Er kann jetzt hier gleich weitermachen und ich fahre direkt über die Autobahn zum nächsten. Na komm, dann machen wir so halt ein bisschen Platz. Go, 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 go. Weg, weg, weg. Er muss hier weitermachen. Ah. So, Zeit ist Geld. So, der zweite Kandidat ist hier aktiv. Hat da ein bisschen Probleme an dem Mast. Okay, wäre so ein Vorgewende vielleicht nicht schlecht gewesen. Genauso da auch. Vielleicht mache ich das zum Ende nochmal. Das hier ist der zweite Kandidat. Direkt bei mir hier, um die Ecke. Na, guck. So, komm ran, Alten. Mach voll das Teil. Schon mal alles hier reinlassen, was geht. Stopp, 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 stopp. Jawohl. Mal eben hier alles rausziehen. Ja, dann mache ich gleich am Ende nochmal, bevor ich hier die letzte Tour mache. Lasse ich da nochmal eben ein bisschen den Rand mähen und dann ist das gut, ey. Und damit ist er auch fertig und ich biege direkt ab zum dritten Kandidaten und gucken, wie weit der ist. So, und da ist der dritte Kandidat hier zugange mit dem größten Gerät, aber auch auf dem größten Acker. Allerdings ist es auch hier recht praktisch, schön geradlinig alles. So, trotz allem wird der wahrscheinlich mit am meisten wegziehen hier, am meisten Masse rausziehen. Das ist schon mal nice. Ich hoffe, dass wir den hier gleich, ja, relativ schnell oder dass die Felder ungefähr zeitnah gleichzeitig fertig werden. Das wäre richtig cool. Dann haben wir hier an allen 3 Seiten das fertig. Alle 3 Aufträge, denn 2 waren schon fertig. Das heißt, es waren zwar 5 Aufträge, aber ich muss weg, 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 weg. Ja, ich bin gleich weg. Oh, nun geht wieder. Nicht mehr blockiert. Genau, dann sind alle 3 Aufträge fertig. Alles geht jetzt nur noch zur Getreidemühle. Ich denke, der nächste, wo ich wieder hin muss, ist der kleine, weil der halt am schnellsten voll ist. Aber an für sich läuft das so natürlich auch richtig gut. Ist das nice, ey. Ich muss die mal so ein bisschen blockieren, damit die nicht die ganze Zeit hier rumfahren. Denn ich gurk hier. Reicht ja, wenn ich hier gurk. Hier habe ich schon ein bisschen Vorgewende noch gemacht am Rand. Bei dem, der bei mir in der Nähe ackert, da muss ich, glaube ich, auch nochmal Vorgewende machen. Jetzt sind wir hier aber fast voll und ich bringe das mal eben weg, damit ich hier nicht gleich irgendwie zweimal fahren muss.
Also leer machen, 88% gefüllt, alles komplett voll mit Weizen. Und damit gucken wir jetzt dann natürlich, wie sieht das aus mit dem Weizen? Wie viele Aufträge kriegen wir damit schon direkt abgeschlossen? Uff. Riesenlieferung. Und da oben steht es schon. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Mehr, 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 mehr. Mal gucken, was noch alles geht. Abgeschlossen. Da. 70%. Was sagen die Aufträge? Es laufen 3 Aufträge noch. Ja, das sind die gerade aktiven. Und die sind aber auch schon zum Teil erledigt. Das ist gut. Und danach haben wir hier einen riesen Batzen fertiger Aufträge von 2 Erntetagen. Also schnell zurück. Die waren zwar gerade alle erst leer gemacht, aber es geht ja noch weiter, ne? Bisschen was ist noch drin. Siehst du, und ich sag jetzt schon, nein, da steht er hier, der Otto. Nein! Meine Silage, Eckhart, meine Silage. Er macht mich fertig und ich habe gerade noch gedacht, oh, mach sie vielleicht doch noch vorgewendet, das wird ja sonst ein bisschen eng. Ah, oh, was ein Geraffel, ey. Da muss aber alles noch aufgeräumt werden. Hör doch mal auf, ey. Die guten Ballen. Hammerhart, ey. Hammerhart. Ja, komm, da ziehe ich jetzt mal eben durch hier. Dann ist das Feld komplett fertig. Dann muss ich hier auch keinen Helfer mehr machen. Guck mal, da drüben auch schon alles gleich fertig. Die anderen. So, dann machen wir hier die Ränder auch gleichzeitig mit. Ja, solche Sachen sind natürlich immer schwierig, ne? Da, wo irgendwas steht, wo die nicht durchfahren können. Okay, der Helfer D ist auch schon fertig. Voller Korntank. Da müsste ich vielleicht gleich mal als erstes gucken. Wobei, das machen wir mal eben fertig hier, ne? Und wenn wir schon mal hier auf 100%ig sind, dann nehmen wir den Schniepi hier auch mit. So, so viel Zeit muss sein doch. Zack. Mitgenommen. Und dann haben wir hier gleich alles fertig. Ja, das ist ja Katastrophe. Der brettert der schön in meine Silageballen. Mann, 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 Mann. Und ich habe gerade noch gedacht, ob ich das mal lieber da hinten selber mache. Ah, jetzt wissen wir es. Nächstes Mal wissen wir mehr. So, das Feld da unten ist fertig, hier direkt neben mir. Das ist fertig. Ich glaube, oben das Feld, das war noch, ne? Oben das Feld, das hier ist auch fertig. Nice, Alter, ich bin wirklich bald mit allem fertig. So, den lassen wir jetzt hier mal eben abladen. Und währenddessen gucke ich mal, wo der andere Helfer steckt. Ob er wirklich fertig ist oder ob da noch was geht. So, mal so knapp daneben fahren. Ja, läuft. Und er macht hier sein Ding. Ja, der wird durchziehen hier. Ja, sehr cool. Guck mal, der Kleine hier. Der macht sich. Sauber. Der wird auch bis zum Ende durchfahren. Und auch noch nicht voll sein. Na, wird passen. Und jetzt haben wir ihn hier noch. Er ist voll. Okay. Das ist nochmal der große Acker. Da haben wir da gerade einen Helfer drin setzen. Ja, den entlassen wir mal eben. So. Zack, zack. Weil das kostet ja Geld. Dann fahre ich jetzt erstmal damit hin. Das ist ja das Erste. Der hier ist eh schon entlassen, ne? Genau, der ist entlassen. Das ist gut. Halt. Der ist fertig. Hör mal, du bist fertig, Algen. Entlassen. Das ist nice. Den stellen wir auch schon mal parat. Zack, mit ausgefahrenem Schnorchel. Dann ist das Feld auch schon fertig. Und jetzt brauchen wir nur noch das Große. Beziehungsweise das eben jetzt schnell leer machen. Und dann haben wir es. Abgefahren. Zack, einfach über die Felder brettern. Einfach quer über die Felder. Was muttert Mut?
Ob sich das lohnt, mit dem zweiten hier nochmal hinzugurken? Ich glaube nicht, ne? Von der Fahrzeit her. Ihr würdet vielleicht nur noch eine Bahn schaffen, oder? Mit dem Grün hier nochmal hin. Der hat auch eine andere Breite. Ah, ich glaube, das lohnt sich nicht, ne? So, nochmal kollektives Abladen der letzten Getreidearten. Und dann haben wir es doch. Dann muss er jetzt hier noch das letzte Fitzelchen. Dann alles wegbringen und ich habe komplett sämtliche Aufträge erledigt. Das ist ja krass. Ich hoffe, das ist so. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Das wäre natürlich unangenehm jetzt. So, die sind beide leer. Jetzt fahren wir nochmal eben hier run. Und dann gib ihm. Ist das krass, Alter. Ist das krass. So. Der hat nochmal eine gute Ladung. Okay. Ich hoffe, ich habe dann alles. Das werde ich gleich sehen. Vielleicht fehlt gleich irgendwie noch ein Auftrag und ich habe irgendwie noch nicht alles abgeerntet oder sowas. Aber ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, ich sage es dir. Aber an für sich sieht das ganz gut aus. Wenn der jetzt hier leer ist, dann ja, sind alle mehr leer. Die beiden hier, ne, waren verhältnismäßig günstig. Für 300 ungefähr, irgendwie sowas. Also unter 1000 die beiden mehr und den hier für 400 und das gesamte Setup. Also das war tatsächlich alles ziemlich günstig und da muss ich sagen, ja, für sowas hat es sich übelst gelohnt. Und ich glaube, da muss man auch tatsächlich mal gucken, ja, in welchem Verhältnis das steht, ne? Vor allem zeitmäßig, was ich da an Zeit einsparen kann. Alleine Aufnahmezeit und Fortschritt. Progress, Progress, Progress. Ich will ja auch noch ein bisschen was Neues zeigen und mir angucken und so. Ne? Ich sehe ja noch gar nicht alles, was das Game halt so kann. Oh, oh, oh. Da fehlt was. Ich sage dir, da fehlt was. Alter Falter, es fehlt noch Feld 42. Feld 42. Feld 8 habe ich gerade gemacht. Aber Feld 42 war ich noch nicht. Wow. Jetzt aber schnell. So, Feld 42. Mähwerk in Position. Helfer rein. Gib ihm. Ab geht es. Weiter geht's. Den fahren wir gleich erst los. Wir fahren erstmal mit dem hier weiter. Den großen holen wir noch. Soll ich den kleinen auch noch holen? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall den mittelgroßen hier. Na? War A mit, so, mit O. Genau, auf jeden Fall den noch schnell dahin. Und ja, von der anderen Seite direkt entgegenmähen. Und ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht, hier anzufangen. Ich sehe hier schon... Oh, 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 nicht runterfallen. Ich sehe ja hier schon, dass das eine knappe Geschichte wird. So. Ich hoffe, dass das dann hier läuft. Okay. Er mäht jetzt hier gegen. Auf der anderen Seite. Und einen dritten... Weiß nicht, lohnt er sich? So, ich schmeiß hier mal kurz den Helfer raus und ich mache am Rand hier mal eben mit dem breiten Gerät ein Vorgewende, damit die beide besser klarkommen. So, dann haben wir das zumindest gleich schon mal erledigt. Und ich habe gerade schon gesehen, der hat hier gerade so wild rumgefuhrwerkt. Hin und her und hin und her. Also hier an den schmalen Seiten mal lieber noch ein Vorgewende machen, gerade hier, wo die Bäume sind oder da vorne die Brücke noch im Weg ist. Da drüben sollte das doch passen, da haben die genug Platz. Und dann geht das los. So. Und nu aber hier. Vollgas, Endspurt, der letzte Acker. Das ist einfach nochmal ganz anders wild, Alter. Mit 3 Maschinenkas hier, mit 4 Maschinenkas über einem Acker mähen, ey. Richtig, richtig nice. So. Hier wollen wir schon mal gleich abpumpen. Und den kleinen direkt danach. Ich ziehe jetzt hier schön einen nach dem anderen leer. Alter. Hammer. Auch wenn jetzt hier ein paar Kosten entstehen, ne? Die Geschwindigkeit ist einfach der Hammer. Das macht dann den Unterschied. Deutlich schneller fertig. Guck mal hier, 55% schon. Mal eben. Mal eben schnell. So, halt mal kurz an hier. Ja, danke, danke, danke. Kurz leer ziehen. Dann mache ich mich eben hier schnell weg. Der da hinten, ja.
Kommt, glaube ich, ganz gut klar mit dem Wenden. Na, noch nicht so richtig gut. Muss auch wieder komisch versetzt vor und zurück und vor und zurück fahren. Hier klappt das super, ne? So, und in der Mitte ist hier der Schmale. Der ist wahrscheinlich nach zwei Bahnen auch fast voll. So, wendet aber auch nochmal. Hier hat das ganz gut geklappt. Ja, sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Nee, das ist nicht so. Oder? Naja, doch, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Eigentlich nicht so schlecht. So, jetzt fahren wir eben nochmal so ein bisschen im Weg, dass er stehen bleibt. Und schön daneben. Objekt blockiert, ja, ich bin's. Ja, kurz anhalten, danke dir. So. Oha, oha, oha. Nö, 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 du bist zu schmal, Alter. Du, dein Horn ist zu kurz, ey. Ey, 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 mach keinen Scheiß. Ich bin stärker, ey. So. So, ich bin ja gleich weg. Alter. So, jetzt schnell weg hier. Okay. Ja, der kommt aber wieder klar. Und das Ganze machen wir jetzt hier beim letzten auch nochmal. Oh, das ist cool. Oh, ich muss echt mal gucken, ne? Die nächsten Aufträge, wenn das wirklich solche Großaufträge hier wieder sind oder so viele, dann mache ich das nochmal. Und dann nehme ich vielleicht sogar nochmal eine müde Mark mehr in die Hand. Und dann haben wir hier dreimal so einen großen oder so einen mittelgroßen. Also wenn die Preise nicht zu teuer sind fürs Ausleihen, dann mache ich das einfach. Hauptsache hier einen so einen großen Schlepper dabei, der hier alles wunderbar immer einsammelt. Das reicht komplett. Aber dann so zwei oder drei mehr, das ist schon game-changing, ey. Da geht auch so einiges. So, und bevor jetzt hier gleich alles kollidiert, nehmen wir mal eben einen raus. Nehmen wir den mal eben kurz raus. Halt, weg, Helfer! Und wegfahren! Hui! Alter! So, der kann das schon mal rausnehmen. So, der... Oh, der ist voll. Krass, krass, krass. Das heißt, dann fahren wir da mal eben als erstes hin. Und der andere ist fertig und ist auch schon ausgestiegen. Das ist gut. Das heißt, die kosten nichts mehr. Und dann machen wir den jetzt hier aber auch gleich raus. So, das mal eben abladen hier. Komm, komm, komm. Come on, ernsthaft. So, wir machen das mal eben so. Hocken uns selber da rein. Da muss es auch eine Möglichkeit geben, oder? Helfer entlassen. So, mal eben abladen hier. Krass. Und dann haben wir hier den letzten Streifen. Und dann ist es gemacht. Dann ist es gemacht. Und ich aktiviere hier schon mal. Und dann fahren wir hier nochmal eben die letzte kleine Bahn. Das kann ja nicht so viel sein. Zack, zack. Perfekt. Cooles Ding. So, und damit sollten doch jetzt sämtliche Aufträge erledigt sein. Und einen Bonus müsste es ja dann auch noch geben. Denn ich habe ja hier tatsächlich auch alles erledigt, ne? Was heißt ein Bonus? Also, ich habe natürlich mehr abgeerntet. Das ist ja immer der Bonus. Mehr abgeerntet, als ich für die Aufgaben benötige. Das ist ja der Knackpunkt. Ich hoffe, das passt jetzt hier noch alles rein in den Schlepper. Das wäre natürlich sonst wirklich mies, dass ich für so einen kleinen Fitzel vielleicht nochmal extra fahren müsste. So, paar Prozent noch, jawohl. Der ist zu 64% gefüllt. Den stellen wir jetzt hier neben den kleinen. Da war, glaube ich, noch was drin. Genau, den habe ich abgedreht. Und der grüne sollte aber auch noch was drin haben. So, schön vorsichtig hier. Passt. Und der grüne, ja, hat auch noch was drin. Fahren wir auch schon mal raus. Und nehmen dann die andere Seite. Und machen ihn komplett voll. Ist das der Hammer. Ja, so macht es Bock, Leute. Ich sage es euch. So macht es wirklich Bock.
So kann man das doch machen. So, der kann mal hinten dran. Hey. So, mach voll. Super Dingen. Richtig, richtig cool. Einfach schön komplett beladen hier. Von allen Seiten 30%. Ja, das geht, das passt alles rein. Das ist eben auch geil, wenn man hier so einen Riesenhänger hat. Da lohnt sich das, wirklich drauf zu achten. Und leer. So. Leer. Sowieso leer, auch leer. Das ist er hier, er ist voll. Jetzt bringen wir alles weg. Und dann haben wir alle Aufträge. Zumindest hoffe ich, dass wir dann alle Aufträge haben. Das wäre es natürlich auch, oder? Wenn ich wieder irgendwas übersehen habe. So. Aber das fällt, ey, da blinkt halt einfach auch die gesamte Map, ne? Da blinkt einfach auch die gesamte Map. Und ich weiß auch gar nicht mehr, von welchem Auftrag ich das anfangs hier hatte. So, 90%. Abgeschlossen. 2400 auch nochmal. Wir haben tatsächlich anfangs am meisten Geld gekriegt, Bonus, vom Raps. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit am meisten war, ne? Sind alle Aufträge? Ja. Ist das der Hammer, Alter? Ist das der Hammer? Das olle Grubbern habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber das ist tatsächlich alles. Alle Aufträge in diesem Monat. Komplette Ernteaufträge. Der Erntemarathon ist abgeschlossen. Das war aber auch wirklich viel. Wir haben 233.000 und jetzt wird abgegeben. Bam! 253.000. 253.000 und da kommen sie noch rein, die ganzen kleinen Lohnaufträge. 253.000 und ich habe noch gar nicht geguckt. Es gibt noch nichts Neues. Es gibt noch nichts Neues. Keine neuen Geräte. Ja, dann heißt es weiter warten. Irgendwann kommt hier schon so ein Sahnetraktor mal rein. Und ja, ich wollte ja sowieso so 300.000 plus haben, damit wir da schön genug in der Tasche haben. Hammerhart. Ja, das war geil. Mal schön eine Managementsgeschichte eher. Personalmanagement und Organisation von verschiedenen Fahrern gleichzeitig. War aber cool. Also, gerne nochmal das Ganze. Gucke ich mir mal auf jeden Fall an, wie es dann im nächsten Monat aussieht. Den sehen wir dann aber eher im Livestream. Also, direkt mit einschalten auf Twitch. Da geht es natürlich auch immer live in den LS22 und dann irgendwann natürlich auch in den LS25. Und jetzt machen wir hier erstmal einen Break und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Natürlich, ja, einmal auf Twitch und dann wieder auf YouTube mit der nächsten Folge. Bis dahin, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.